Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich erkenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainerneuling bist. Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin, werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Ach ja, aufdringliche Verkäufer. Wir waren ja heute auch einkaufen. Wir hatten auch einen sehr engagierten Verkäufer. Der hat mich bestimmt 3 oder 4 Mal angelabert. Das war schon fast schon ein bisschen gruselig. Ja, das Pokémon Center, der Pokémon Supermarkt. Dankeschön. Ich meine, die wollen nur helfen und ich weiß, es ist ihr Job. Aber manchmal... Also früher, als ich noch nicht wirklich gut mit anderen Menschen reden konnte, also als ich wirklich unglaublich schüchtern war, bin immer noch schüchtern, aber nicht mehr ganz so schlimm, ich meine Mutter irgendwo in ein Geschäft gegangen bin zum Shoppen, habe ich meiner Mutter immer gesagt, wenn da Verkäufer sind, schick die weg, ich rede nicht mit denen. Und wir haben auch vorher mal reingeguckt, ob da irgendwie ganz viele Verkäufer rumlaufen. Und wenn zu viele drin waren, dann wollte ich erst gar nicht reingehen. Ich war vielleicht ein bisschen seltsam, was das betrifft, aber ja. So, es gibt Männchen und Weibchen bei Pokémon. Was hast du noch für Tipps? Pokémon-Journale. Schön. Und du noch. Pokémon-Center sind fantastisch. Das ist schon nett, dass man das tatsächlich kostenlos nutzen kann. Ich glaube, die einzige Ausnahme war in Alola, oder? In der Stadt von Team Skull? Zumindest haben die damit gedroht, dass man bezahlen muss. Ich weiß gar nicht genau, ob man wirklich musste. Werde mich aber auf jeden Fall trotzdem, auch wenn wir das Spiel jetzt schon ein paar Mal gehabt haben, noch recht gründlich mit allen reden, weil es gibt auch immer mal so ein paar Geschenke, die man vielleicht abkassieren kann. Ich werde jetzt nicht jeden Text vorlesen, gerade hier sind es meistens eh nur Tutorials. Aber ich sag mal, ich habe ja Alpha Saphir zu Release Let's Play, da habe ich ja wirklich alles sehr, sehr gründlich gemacht. Ich habe sogar die 30.000 legendären Pokémon gefangen, die man fangen konnte. Rosalstadt, wo Dinge selten ihren Anfang nehmen. Das ist echt schön mit dem kleinen Blumenbeta in der Mitte. Und ich habe es ja nochmal als Evolution Run Let's Played. Da habe ich mich halbwegs gut umgesehen. Dementsprechend werde ich schon mit jedem sprechen. Wie gesagt, einfach so für die Geschenke. Und Interessantes kann man ja auch vorlesen, aber nicht alles, denke ich. Das waren damals einige Parts, ja. Oras hat ja wirklich verdammt viele Legis. Und gerade sowas wie Cresselia, was ja komplett random war, war schon nicht so nett. Aber ich habe alles gezeigt zumindest. Werde ich diesmal auch nicht machen. Also, es wird ja ewig dauern. Und es hat, glaube ich, auch nicht so sonderlich viel Mehrwert. So, haben wir hier noch irgendwelche Leute drin? Jawohl. Man sollte immer genug Tränke dabei haben. Einen habe ich ja zumindest. Und Pokebälle gibt es natürlich auch noch nicht zu kaufen. Wäre auch ein bisschen gemein dann wirklich. Da habe ich 11 Tränke. Okay, irgendwie dachte ich, hätte nur einen, aber ich nehme auch 11. Richtig, wenn Sie alle Legis in Oras sehen wollen, dann gehen Sie auf meinen YouTube-Kanal. Der ist unterm Stream verlinkt. Vielen Dank. Dann wollen wir nochmal Brix auf die Nase hauen gehen. Finde ich auch schön, wie weit man hier tatsächlich gucken kann. Wenn du das Schiebepad nur leicht bewegst, kannst du auf Zehenspitzen gehen. Wenn du dich auf Zehenspitzen fortbewegst, werden Pokémon dich nicht mehr so leicht bemerken. Ach da. Sieht irgendwie schon witzig aus. Aber ich finde auch, das Wasser sieht hier voll hübsch aus. Mit diesen Lichteffekten. Ja, der Evolution Run ist auch schon echt lange her. Aber Oras bietet sich halt einfach auch gut an für solche Challenges. Generell halt auch XY, einfach wenn man da schon super viel Auswahl an Pokémon hat. Alles davor... Es fehlt halt irgendwie dann einfach was. Also ich habe mir öfters schon mal Typen angeguckt, die man für Monotypes nehmen könnte. Und irgendwie merkt man dann auch schon so, ah, da fehlen schon Pokémon, die ich gerne nehmen würde in späteren Gens. Aber Oras hat eigentlich echt eine ganz gute Auswahl, finde ich. Verstehe, das sind also die Pokémon, die auf Route 103 leben. Huch, wenn das mal nicht Svenja ist. Was sehe ich denn da? Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Wie wär's denn mit der Gelegenheit gleich nutzen, um gegeneinander zu kämpfen? Ich werde dir zeigen, was es heißt, ein Trainer zu sein. Wenn du auf die Nase möchtest? Gerne. Ah, die Musik ist aber echt gut.
Aber wie gesagt, der Soundtrack ist sowieso echt gut. Wobei ich finde, Musik in Pokémon. Also mir fällt ein einziger Track ein, und der ist lustigerweise aus diesem Spiel, den ich richtig schlecht finde. Ja, die Dürremusik. Das war klar, oder? Aber ansonsten, weiß nicht, so richtig schlechte Pokémon-Musik würde mir... Also ich persönlich mag die Lavandia-Musik tatsächlich nicht so gerne. Also auch die spätere Musik nicht so gerne. Aber ansonsten ist Pokémon-Musik eigentlich immer sehr solide, finde ich. Klar, manches sticht ein bisschen mehr raus. Also ich finde, das Spiel hat zum Beispiel sehr, sehr geile Battle-Themes. Sei es jetzt wirklich Team Aqua Magma Boss, Heiko später, Zinnia oder Amalia heißt die, glaube ich, im Deutschen. Oder auch die Arena-Leiter und so. Also finde ich alles richtig, richtig geil. Oder auch Colosseum und XD, finde ich, haben auch richtig gute Musik. PMD hat auch teilweise richtig gute Soundtracks. Aber die Dürremusik ist schon sehr grenzwertig. Aber ich glaube, so soll sie auch klingen. Ah, das war ein toller Kampf. Danke dafür. Warte mal eben, ich heile unsere beiden Teams. Betrug, man kann auch keine Beleber kaufen. Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Ich weiß nicht, wieso mein Vater so viel von dir hält, dass er dir sogar ein Pokémon geschenkt hat. Du hast dein Pokémon noch nicht lange, aber es hat dich schon richtig ins Herz geschlossen. Das sagt doch alles. Mit jemandem wie dir will bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. Aber gut, ich bin mit meiner Forschungsarbeit fertig. Zurück ins Labor, würde ich sagen. Lass uns gemeinsam zurückgehen. Ja, die Queen-Musik ist richtig gut. Vor allem die in XD. Ich will die manchmal anmachen und mache aus Versehen die aus Kolosseum an und wundere mich, aber die ist tatsächlich auch sehr passend. Also wie gesagt, so gerade Kolosseum und XD, finde ich, haben halt extrem gute Musik. PMD allgemein auch. Ranger hat auch ganz nette Musik, aber nicht so ikonisch wie manch anderes Spiel. Und ansonsten gibt es halt viel, was ich echt feiere. Aber dass ich wirklich mal auf einer Route unterwegs bin und mir denke, ah, die Musik ist schlecht. Eigentlich nicht. Finde ich immer sehr passend. Ich meine, du sollst ja auch nicht auf jeder Route stehen und erstmal dancen. Das kannst du auf Route 10 in Einal machen vielleicht, aber ansonsten soll es ja auch eigentlich eher so ein bisschen sanft mitschwingen, sag ich mal. Sein Kopf! Wie ich gehört habe, hast du Briggs im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Er hilft mir schon so lange bei meiner Forschung und hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Und ein Gagabo auf Level 5. So, diesen Pokédex hatte ich zu Forschungszwecken bestellt, aber ich glaube, bei dir ist der besser aufgehoben. Yay! Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu allen Pokémon erfasst, die du siehst oder fängst. Briggs geht nie ohne seinen aus dem Haus. Er kommt mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ihm ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist. Auf dich warten Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon und Natur, soweit das Auge reicht. Es würde mich sehr freuen, wenn sich durch diese Erfahrung dein Horizont erweitern würde. Wenn du dabei auch fleißig deinen Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser. Am meisten würde es mich aber freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst. Nein? Da bekomme ich gleich Lust, mich selbst sofort in die nächste Feldstudie zu stürzen. Jetzt hast du auch einen Pokédex, Svenja. Da fehlen dir nur noch ein paar Pokébälle. Ich hoffe, du hast mir mehr als 5 gegeben. Da ich gleich alle meine Eier rübertauschen möchte, brauche ich mindestens 6. Huch, der kam jetzt reingeschossen. Vonipoma, dankeschön für 11 Monate Treue. Ja, ich bekomme Erfahrungspunkte, das ist schön. Ach übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Ich habe noch ein paar Sachen vorzubereiten, aber dann mache ich mich auf die Socken. Wie soll ich sagen? Ich bin irgendwie schon total aufgeregt. Geben wir beide unser Bestes. Yay! Wie viele Pokébälle habe ich jetzt bekommen? 10. Das ist nett. Okay, ich wollte meinen Hydropi nochmal eben angucken. Da war ja was. Spezialangriff plus, Angriff minus. Ich weiß nicht, ob das Competitive so sinnvoll ist, wenn man so ein Packs, glaube ich, eher tatsächlich mit Erdbeben oder sowas spielt. Aber so zum Durchspielen finde ich es eigentlich sogar ganz angenehm, weil du halt sowas wie Surfer oder sowas hast. Da kann man es schon gebrauchen, das mäßige Wesen. Das auf jeden Fall. Okay, mal gucken, ob die 10 Pokébälle reichen, weil ich würde dann ja auf jeden Fall auch erstmal alle Eier rübertauschen. In der Hoffnung, dass Jan sie richtig nummeriert hat, in der Hoffnung, dass ich nicht das falsche Ei ausbrüte später. Deswegen brauche ich jetzt erstmal 6 Pokémon. Turbotreter habe ich ja schon.
kannst du nicht tauschen. Nein, aber ich kann schon Pokémon fangen. No. Warte! Aber ich habe doch meine Turbo-Treter schon. Hast du schon mal Professor Birk vorbeigeschaut? Ach, was für ein süßes Pokémon. Hast du das vom Professor bekommen? Toll. Du kommst wirklich genau nach deinem Vati. Gut siehst du aus mit deinem Pokémon. Kaum zu glauben, dass du jetzt ein eigenes Pokémon hast. Vati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Aber sei unterwegs bitte immer vorsichtig. Wenn irgendwas passiert, kannst du jederzeit wieder nach Hause kommen. In Ordnung? Also los, schnapp sie dir alle, Schatz. Oh. Ist als Mutter bestimmt auch nicht leicht. Dein Kind dann einfach auf die Welt loszulassen. Dann wollen wir doch mal gucken, wie weit ich komme. Offensichtlicherweise nicht sonderlich weit. Das ist von meinem Papa. Das wollte ich dir eigentlich vorhin schon geben. Oh, danke schön. Jetzt habe ich die Pokédex-Navi-Funktion. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Nicht für meine Monotype, aber prinzipiell schon. Aber ich denke mal, ich werde die Karte einfach offen lassen. Ich wollte gerade mit meiner Maus auf dem Bildschirm tippen. Das würde nicht funktionieren. Also ich könnte auch das hier angeschaltet lassen. Aber ich glaube, das hier ist tatsächlich ein bisschen dekorativer für euch. Okay, dann wollen wir doch mal unsere ersten Pokémon fangen, damit ich dann auch gleich tauschen kann. Ich habe halt immer ein bisschen Angst, weil es ja eben noch Eier sind, dass dann das falsche Pokémon rüber getauscht wird. Aber sonst müssen wir einfach ganz spontan umdisponieren. Ja, das passt noch, okay. So ungewohnt wieder das normale Zickzacks zu sehen. Ich bin die Gala-Form jetzt einfach so gewöhnt. Vergewaltigst du gerade deinen Controller oder was tust du da? Ein bisschen. Okay. Wenn ihr irgendwelche lustigen Geräusche hört, Jan ist nebenbei auch am Zocken. Ich meine, jetzt gerade muss er ja sowieso noch nicht rübertauschen. Das Gute ist halt, oder anders ausgedrückt, das Schlechte ist, ich kann mir keine Sonderbonbons cheaten. Das Gute ist, wenn ich irgendwelche Tauschentwicklungen haben sollte oder Items bräuchte, dann könnte man sie einfach eben rübertauschen. Das ist dann wiederum ganz angenehm. So, haben wir schon mal unser Zickzacks. Das ist jetzt Kai. Das Haar auf Kais Rücken ist struppig. Er reibt seine Rückenborsten an Bäumen, um sein Revier zu markieren. Dieser Kai stellt sich im Kampf schon einmal tot, um seine Feinde reinzulegen. Das ist echt nett von ihm. Okay. Nein, ich habe genug gelesen. Kai, was tust du da? Achso, da ist direkt das andere Pokémon, was ich fangen kann. Da ist noch ein Wurmple, das nehme ich auch noch mit. Keine Ahnung, welches Geschlecht das Zickzacks gerade hatte, ist aber auch egal. Umgedichtet sind die Einträge eh viel lustiger. So, dann ist das jetzt Leo. Mal gucken, was sie für einen Eintrag hat. Und hallo an die, die gerade noch eintrudeln. Ich glaube, jeder, der jetzt reinkommt, denkt, ich mache eine Monotype Wasser, weil ich mein Hydropi habe. Aber ich kann nicht. Ich kann noch nicht tauschen. Ich würde gerne. Aber da müssen wir leider noch ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, wir müssen bis nach Blütenburg erstmal dafür. So. Leo wird von Schwalboss als Beute angesehen. Diese Leo wehrt sich gegen angreifende Räuber, indem sie die Stacheln an ihrem Hinterteil auf sie richtet. Sie schwächt seine Gegner mit dem Gift, das aus den Stacheln austritt. Okay. Da sag ich mal nichts gegen. Hier drüben! Sieh mal, dort drüben, ein wedelnder Schwanz! Ein klares Zeichen dafür, dass sich dort ein Pokémon versteckt hält. Doch damit nicht genug, denn laut Pokédex-Navi verfügt es über eine seltene Attacke. Na dann schleiche ich mich doch mal an. Muss ich mich eigentlich hier schon an? Achso, du lässt mich da auch hinlaufen. Noch ein kleines Stück weiter. Ich kann euch jetzt eine lustige Story erzählen, die Gracie auch schon anschneidet. Damals in meinem ersten Let's Play dazu habe ich mich auch wunderbar angeschlichen.
Und mir ist dann aber leider, bevor ich das Pokémon erreicht habe, ein random Zickzacks davor gelaufen. Das war aber wirklich genau, als ich in das Pfiffchen reinlaufen wollte. Also wirklich jetzt in dem Moment kam dann wirklich ein Zickzacks. So wie jetzt gerade auch. Genau so und nicht anders. Ich ziehe die irgendwie magisch an, kann das sein? So war es im Let's Play nämlich damals auch. Und ich dachte mir dann damals, weil ich dachte, ich wäre halt in diesen Schweif reingelaufen, okay, dann ist das halt das Pokémon, was gemeint war und hab's gefangen. Können wir trotzdem fangen, einfach zum Tauschen gleich. Und ging dann dementsprechend davon aus, dass, wie gesagt, das das gemeinte Pokémon war. Okay, wir fangen es nicht. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele tausende Kommentare ich bekommen habe mit: Das ist das falsche Pokémon! Sehr viele. Und die bekomme ich auch bis heute noch. Das hat ja hervorragend funktioniert. Es wäre übrigens ein Pfiffchen gewesen mit einem Elementarzahn. Ist jetzt für uns eh nicht wichtig. Aber ja, so ist mir das damals halt auch passiert. Ist ein bisschen doof, dass es nicht irgendwie gelockt ist. Also, dass dann wirklich nur das Pfiffchen kommt und nichts anderes. Finde ich halt ein bisschen doof. Aber so viele Kommentare, wie gesagt, so: Es ist das falsche Pokémon, das ist nicht das mit der versteckten Attacke. Und ich denke mir so, ja, so mittlerweile habe ich das auch geschnallt, danke. So schwächen kann ich dich irgendwie leider nicht mehr so gut. Kann ich dich auch so fangen? Und ich fand jetzt auch nicht, dass man an einem Schweif so gut erkennen konnte, dass es jetzt auf jeden Fall ein Pfiffchen sein muss. So haben wir das auch schon mal. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen öde, hier so viele Pokémon zu fangen. Aber wir müssen halt unser Team ja auch irgendwie zusammenkriegen. Deswegen nehme ich hier jetzt schon mal ein paar mit und dann können wir auf die nächste Route gehen und da vielleicht auch noch welche fangen. Nur wenn ich jetzt natürlich die ganzen Trainerkämpfe mache mit Hydropie, dann kann ich erst recht nichts mehr schwächen. Deswegen wollte ich hier schon mal ein paar mitnehmen. Ist halt bei solchen Projekten, die man halt so im Stream macht, immer ein bisschen langatmiger, weil wenn es jetzt natürlich einfach ein Let's Play wäre, würde ich es einfach rausschneiden. So von wegen, hey, ich fange mal eben 6 Pokémon, wir sehen uns gleich wieder. Ist hier ein bisschen schwierig. Ich kann den Stream ausmachen in der Zwischenzeit, aber warten müsst ihr halt trotzdem. Aber wir können uns ja auch so gut unterhalten. So, jetzt habe ich zumindest schon mal 4. Den Rest hole ich mir auf der nächsten Route dann. Nicht ausmachen! Ist halt im Livestream immer, wie gesagt, so ein bisschen umständlicher. Ah, meine Güte. Passt schon. Sobald wir die einmal haben, müssen wir ja auch nichts mehr fangen. Außerdem spielen wir Pokémon, da kann man auch mal ein paar Pokémon fangen, oder nicht? Es wird nur lustig, wenn ich es irgendwann für YouTube schneide. So, ja, hier, Monotype Fee, und dann so, da sehe ich irgendwie nichts von. Zweiter Part, da sehe ich immer noch nichts von. Und ich so, ja, gar nichts dafür. So, Tränke hatte ich ja eh genug. Dann nehmen wir noch mal ein paar Gegengifte mit. So. Yokai, du verpasst ja sowieso jetzt gerade noch nichts. Bis gleich. Fall ich die Treppe runter. Und auch nicht über den Wäschekorb. Und bitte auch nicht ins Klo. So, jetzt darf ich hier ja auch lang. Das sind deine eigenen Fußspuren, genau. Die habe ich vorhin gar nicht angelabert. Fällt mir gerade so ein. Ah, die Wingull. So, Route 102. Dann können wir jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Trainer kloppen, weil ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Und dann können wir, wie gesagt, noch 2 Pokémon fangen. Die ganze Sache mit Heiko müssen wir, glaube ich, noch eben machen. Aber die dauert ja jetzt auch nicht so lange. Und dann können wir auch schon Pokémon tauschen. Ist zwar auch nicht sonderlich spannend, aber hey. Aber ich finde es auch echt schön, wenn sie die Kampfhintergründe... Beine vorsichtig ausstrecken, weil Kabel. Wie sie die Kampfhintergründe gemacht haben. Wieder so ein bisschen die Blätter durchs Bild durchwehen. Und die Bäume im Hintergrund, die Blumen im Hintergrund. Es sieht halt einfach irgendwie sehr viel dynamischer aus. Das war bei NXY halt auch schon so. Weil ich sag mal, klar, vorher hatten wir einfach diese ganz statischen Hintergründe. Es war ja schon, finde ich, total innovativ, als die Pokémon angefangen haben, sich zu bewegen. Also das war ja schon so, wow! Und dass man mittlerweile wirklich so richtig angepasste Kampfhintergründe hat, plus dass die Kamera halt wirklich auch mitschwenkt im Kampf, es ist für uns, glaube ich, heutzutage echt selbstverständlich.
Aber es ist schon echt nice. So, jetzt bin ich mal in irgendwas reingelaufen. Wie geht's eigentlich den Meris? Ich glaube, denen geht's ganz gut. Lodorzel. Denn es ist ja jetzt automatisch Gracie, wenn wir sie fangen. So guckt Gracie morgens übrigens nach dem Aufstehen auch immer. Mindestens genauso dörpig. Ich aber auch. Bin morgens auch immer so, wo bin ich und wer bin ich? Wo ist das Essen? Ungefähr so. Gucken wir mal, ob sich das jetzt fangen lässt. Ja, wie gesagt, ich finde, auf solche Details sollte man ruhig ab und zu mal eingehen. Weil das wird immer so schnell übersehen, finde ich. Da waren wir schon mal 5 zum Tauschen. Was haben wir denn da? Gracie soll einige Zeit an Land verbracht haben, aber ins Wasser zurückgekehrt sein, weil das Blatt auf ihrem Kopf zu groß und zu schwer geworden ist. Nun lässt sie sich auf dem Wasser treiben. Okay. Gracie hat einen neuen Hut bekommen. So. Kann ich mich eigentlich an dir vorbeischleichen? Nein. Dann muss das Hydropi eben noch alles regeln. Das klingt schon süß, ja. Da fand ich die Einträge mit Kais Rückenbehaarung und Leos Stachel irgendwie ein bisschen verstörender. Also da ist Gracie schon noch am besten weggekommen. Es ist echt ungewohnt, diesen 3DS in der Hand zu haben die ganze Zeit. Ich habe jetzt so viele Projekte gehabt im Stream, die entweder mit dem normalen PC-Gamepad quasi gespielt wurden oder halt irgendwie mit dem Switch Pro Controller, mit dem PS4 Controller oder so. Es ist halt schon ein ganz anderes Gefühl in der Hand. Ich sag mal, ob ich jetzt einen Switch-Controller habe oder einen PS4-Controller, klar ist der anders. Aber es ist immer noch ein Controller, so vom Handgefühl her. Aber das hier ist einfach so ein Kasten quasi. Also es ist, wie gesagt, schon ein bisschen ungewohnt. Ah, wird schon. Ich fange mal jede Menge Pokémon, jawoll! Ja. Du wolltest, glaube ich, auch nicht kämpfen, oder? Ich bin einfach zu klein. Ich versinke regelrecht im hohen Gras. Manchmal gerät sogar ein Grashalm in meine Nase und... Gesundheit. Wir haben auch ein Naming-Theme, ja. Aber dazu habe ich noch nichts gesagt, weil ich, naja, noch keine Pokémon oder noch keine Teammitglieder habe. Das kommt dann, sobald wir die ersten Pokémon ausgebrütet haben. Oh. Okay, never mind. Ich muss nur mal gucken, aber die werden ja wohl nicht so schnell schlüpfen, dass ich nicht noch bis zum PC komme, um die abzulegen, oder? Ich stelle mich einfach direkt vor den PC und tausche. Ja. Masterplan. Immer so ein bisschen Angst, dass ich dann bei solchen Sachen meine Eier rübertausche und dann schlüpfen die und ich so, nein, 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 kann ich auch nicht abbrechen. Das wäre witzig, wenn man das Schlüpfen auch einfach abbrechen könnte, wie so eine Entwicklung. Ich weiß nicht, warum man das tun sollte, aber es wäre interessant. Einfach die Eierschale wieder zudrücken und Tesafilm drüber. Also aktuell ist es eher so ein Solo-Run hier. Geh da wieder rein. Genau. Du kommst hier nicht raus. Und dann bei jedem Schritt wieder, genau. Ich habe jetzt mal gelesen, die armen Mods, und habe mich kurz gefragt, was ich getan habe. Ups. Also eigentlich ist es doch sehr angenehm, hier Mod zu sein. Man hat ja sowieso eigentlich nicht viel zu tun, außer es kommen wieder seltsame Leute, aber die halten sich ja zum Glück in Grenzen. Eigentlich muss man als Mod nur sein Schwert in die Höhe halten und zeigen, dass man da ist und gut ist. So, die nehmen wir noch mit. Einmal die Pirsifbeeren. Nicht, dass ich die wieder einpflanzen würde. Und nicht, dass ich die wirklich oft benutzen würde, aber hey. Und noch 2 Senelbeeren. Gracie ist immer am schnellsten beim Timeouten, das stimmt. So, Richtung Blütenburg City. Du wolltest, glaube ich, noch kämpfen und dann müssen wir noch ein Pokémon fangen. Landet jetzt zwar eh noch auf dem PC, aber gut.
Und dann können wir, glaube ich, auch bald hoffentlich tauschen. Ich hoffe, man kriegt das hier in Blütenburg, aber ich meine schon. Immerhin nicht erst nach der ersten Arena wie in Schwarz und Weiß 1. Das war schon sehr unangenehm. Deswegen haben wir auch ein bisschen rumrum gecheatet. Ja, seltsame Leute. Ich meine, wir sind alle ein bisschen seltsam, aber manche sind dann noch ein bisschen seltsamer. Oh, wie sie in die Kamera geguckt hat. Das ist voll süß. Also dafür, dass ich mich ja 30... Ich weiß nicht, ob ihr das jemals mitbekommen habt, aber ich setze mich im Laufe eines Streams bestimmt 30 Mal anders hin. Immer so vom Schneidersitz in die normale Sitzpose. Es ist mit den ganzen Kabeln tatsächlich schwierig. Hannet, dankeschön für 5 Monate Treue. So, war hier noch ein Item? Genau, das nehme ich noch mit. Ich meine, ich habe zwar schon ein paar Tränke. Oh, hallo Eve, da bist du. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet heute, ehrlich gesagt. Schön, dass du es auch noch geschafft hast. Gucken, ob ich das Zickzacks wenigstens auch mitnehmen kann. Ich fand das übrigens super lustig, wo ich gerade lese, welcher Monotypes geworden ist. So ein paar Leute haben ja geraten, unter anderem halt auch Kai, Gracie und Leo und auch noch so ein paar andere Leute zwischendurch. Tatsächlich wurde Feuer recht oft geraten. Ich weiß nicht, ob ihr mir das einfach antun wolltet, weil Höhen so viel Wasser hat und ihr euch dachtet, das wäre super witzig. Keine Ahnung. Aber ich glaube halt nicht mal, dass das so wirklich schwer wäre mit Feuer in Höhen. Ich glaube, es wäre einfach nervig. Das viel eher. Aber das kam tatsächlich recht oft. Ich muss nur leider sagen, Steve, selbst wenn ich Feuer genommen hätte, wäre die Wahrscheinlichkeit auf einen Glurak recht gering gewesen. Einfach weil Glurak nicht so ausgefallen ist. Also ich glaube, da gibt es andere Pokémon, die ich sehr viel seltener dabei hatte, deswegen... Ach, da bist du ja. Na, Svenja? Stellst du dich auch immer schön brav an versteckte Pokémon an? Ich habe es einmal gemacht. Dein Pokédex-Navier geht auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Logik ist schon cooler als Glurak. Würde ich jetzt so noch nicht mal unterschreiben. Not sure. Ach ja, die kleine Szene hier. Oh hey, schau mal da. Oh, Papinella ist so hübsch. Habe ich tatsächlich auch schon oft im Team gehabt. In Smaragd. Nicht das stärkste Pokémon, aber hat gut funktioniert. Was für ein schöner Anblick. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mir wurde irgendwie warm ums Herz. Aber gut, Blütenburg City liegt direkt vor unserer Nase. Dein Vater Norman ist dort Arenaleiter, stimmt's? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern, aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Also dann, mach's gut. Ja, ich finde halt solche kleinen Szenen einfach schön, wenn die da so liebevoll eingepflegt wurden. Ich mach das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen lebendiger.